Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Ich habe heute ein Doktor-Set für euch, und zwar das Funny Doktor-Set von Bova, geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Mit diesem Arzt-Set kann man eine Puppe untersuchen, die ist hoffentlich mit dabei, so sieht die aus. Und wir haben ganz, ganz viele Instrumente, die man auch von einer Arztpraxis her kennt, wie zum Beispiel eine Spritze oder ein Stethoskop und vieles mehr. Hier hinten ist nochmal eine kleine Übersicht, was alles mit dabei ist. Ich würde sagen, wir machen das Funny Doctor Set jetzt mal gemeinsam auf und schauen, was alles so drin ist. So, dann werfen wir doch mal einen Blick hinein, was alles mit dabei ist. Hier haben wir schon mal eine kleine Badewanne für unsere Puppe. Die ist wirklich ziemlich klein. So sieht die aus. Mit einem kleinen Lätzchen, dann noch so einer kurzen Hose und da fehlt jetzt noch die Mütze. Die hat nämlich noch so kleine Hasenöhrchen obendran. So. Das Baby kann man dann hier in dieser kleinen Wanne baden oder eben auch untersuchen, vielleicht auch wiegen. Das hier sieht aus wie eine Ablage für irgendwelche Instrumente. Und hier haben wir unser Untersuchungsgerät. Einmal natürlich das Stethoskop, damit kann dann der Arzt oder eben auch in dem Fall man selber die Puppe oder irgendwelche Kuscheltiere oder was auch immer untersuchen. Damit hört man dann den Herzschlag. Außerdem haben wir hier Sticker für unsere Instrumente. Eine Pflasterpackung, die kann man dann einfach so zusammenfalten. Das gleiche funktioniert auch mit dem Thermometer oder mit den Vitaminen und dem Kalzium. Hier haben wir ein Thermometer aus Kunststoff, das zeigt die Temperatur an, 36 Grad Celsius. Auf jeden Fall kein Fieber, eher schon fast ein bisschen unterkühlt. Dann haben wir hier noch ein kleines Döschen, Sticker, eine Verbandsschere, die schneidet natürlich nicht wirklich, die ist aus Kunststoff, da kann man sich also nicht dran verletzen. Dann haben wir hier einen Duschkopf, damit wir so tun können, als wenn wir unsere Puppe baden oder abduschen. Dann haben wir hier ein Otoskop, damit wir unserem Patienten in die Ohren leuchten können. Eine Spritze. Da ist eine Feder drin, dann springt die immer so zurück. Und ein weiteres Fläschchen. Unsere Arztpraxis haben wir jetzt schon eingerichtet. Wir haben hier oben Pflaster und Medizin sowie einen Duschkopf, falls wir unsere kleine Babypuppe hier in der Badewanne baden wollen. Dann haben wir da noch eine Verbandsschere, ein Fieberthermometer, ein Otoskop, um in die Ohren zu leuchten, eine Spritze, falls wir unserem kleinen Patienten ein Medikament spritzen müssen oder vielleicht auch eine Impfung geben. Dann haben wir da noch andere Medizin und Vitamine sowie ein Stethoskop, um dann das Herz abzuhören. So, dann wollen wir mal unseren kleinen Patienten untersuchen. Als erstes hören wir mal das Herz ab. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Dann schauen wir mal in das Ohr hinein. Das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Dann nehmen wir mal die Temperatur. 36 Grad ist auch in Ordnung. Und ich glaube, weil unser Patient gesund ist, können wir jetzt dem Patienten eine Impfung geben. Achtung, das wird wahrscheinlich dem Kleinen nicht so gut gefallen. Schon geschafft.
Und jetzt bekommt unser kleiner Patient noch ein kleines Pflaster. Und dann hat er den Arztbesuch auch gut überstanden. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr beim Arzt überhaupt nicht mögt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst von uns, einfach auf das kleine Glöckchen drücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!